So, ich nehme jetzt erstmal noch kurz weiter mit der etwas zu hohen auf. Von der nördlichen Basis rücken jede Menge Panzer an. 3 oder 4 Lightnings dürften das sein. Ich muss ja erst so aufstellen. Ja, und was machen wir dagegen? Ich bin schon Heavy Assault, also. Na, ich will es nur mal gesagt haben, dass es keine böse Überraschung gibt dann. Von Norden? Ja, von Norden. Süden, Entschuldigung, anderes Norden. Ich dachte mir doch. Da kamen wir doch her. Eines Thunderers mit. Du schaffst das! Nicht aufgeben! Spawn. Raka, kannst du uns Munition auf unseren kleinen Hügel hier heraufbringen? Da bekommt feindliche Übernahme doch gleich eine ganz neue Bedeutung. Ich war gerade im Flugzeug. Ah, ganz schlecht, die sehen uns. Zweite Funktion des Thunderers mit Munitionspaketen. Das Ding versorgt nämlich verbündete Fahrzeuge dagegen mit Munition. Nicht Kontakt zu feindlichen Leitungen. Ah, ist zu kurz. Hier kommt jede Menge auf uns zu, das ist nicht schön hier. Sniper ist auch irgendwo in der Nähe. Kann mich mal jemand wieder zusammenflicken? Kein Medic. Oh Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, immer haben es die MG-Schützen auf mir abgesehen. Mac Rider von links. Bei dieser komischen Felsformation oder was das ist. Sichtkontakt zu feindlichen Leitling. Ich spare jetzt mal auf diesen Trinkerkissen einfach. Ja, genau, das werde ich machen. Das, was ich mir vorhin gekauft habe, war übrigens ein Visier für meine neue Waffe. Das ist eigentlich noch die billigste, die man freischalten kann. Ich habe hier noch den Luftabwehrraketenwerfer, den ich bereits öfters erwähnt habe. Und dann kommt der gegnerische Liberator angeflogen. Ich wechsle auf Luftabwehr. Ah, wir haben Biolabor eingenommen, das heißt, ich regeneriere jetzt ein bisschen Auto-Heal. Ist aber nicht viel. Wo sind hier die Waffenterminals? Na, ich laufe einfach zu meinem Sandy. So, schnell auf den Luftabwehr wechseln und wahrscheinlich ist der Liberator bis jetzt schon wieder nicht mal. Aber er zieht sich, glaube ich, schon wieder zurück. Mit dem Luftabwehrraketenwerfer kann man fast keinen Schaden gegen Panzer machen. Das ist der Nachteil. Aber da ist noch ein Liberator und ein Skiff. Skite heißt er. Jede Menge Luft, Sachen in der Luft unterwegs, ne? Sichtkontakt zu
Sichtkontakt zu feindlichem Flugzeug. Sichtkontakt zu feindlichem Kampfflugzeug. Sehr schön. Der Luftabwehrraketenwerfer macht immer weniger Schaden als der Standardraketenwerfer. Den kannst du. Ist aber recht schwer damit, was in der Luft zu treffen. Surface to Air Damage ist auch erst seit dem Patch. Und noch einen erwischt. Sehr schön. Kupfermedaille schon bekommen, die krieg ich, wenn ich 10 Kills mit dem Visier. Kannst du auf den Sniper-Atmungsschirm im Visier am Hügel, er schießt die ganze Zeit runter. Was? Sniper? Er sitzt bei diesen riesen... Ja, er sitzt bei diesen riesen Stahldingens da oben. Okay, aber ich muss mich gerade erstmal ein bisschen weglaufen. Außerdem... Hast du noch Munition? Scheinen nicht viele mit Raketenabwehrmitteln unterwegs zu sein, weil normalerweise kannst du die Raketen noch ablenken. Mit so Flares. Also ich kenne sie auch unter dem Namen Bügel aus. Ah, das ist einer von uns. Okay. Mensch, und ich konzentriere mich hier auf den anderen auch nicht den Spaß zu verderben. Boah, Leute! Ich muss 2 Minuten warten, um auf Tinder zu kommen, weil ich kein Premium-Mitglied bin. Was? Ohne Scheiß. Das kann sein, der Kontinent vielleicht voll ist, aber das war vor dem Patch nicht, da hast du höchstens mal auf den Server warten müssen. Aber stand gerade eben, ob die zum Fenster öffnet am Terminal, dass in der Warteschlange bin und es 3 Minuten dauert und ich jetzt auf dieser Mitte weiterspielen kann und danach werde ich dann dahin teleportiert. Okay. Naja. Es kann sein einfach, dass wirklich zu viele Leute am gleichen Kontinent sind und die Premium-Mitglieder halt bevorzugt behandelt werden in der Warteschlange. Ja, aber das ist ja eigentlich ja, nichts Ungewöhnliches. Ich denke, dass die halt auch wollen, dass mehr Leute Premium wollen. Ja, von irgendwas müssen die Jungs hier auch leben. Das Spiel hier läuft nicht umsonst. Ja, aber ich habe gelesen, dass die am meisten Umsatz machen mit dem Spiel. Schwere gegnerische Einheit. Von allen Spielen, die produziert haben, macht Sonny mit selbst halt den besten Umsatz. Das habe ich auch gelesen. Kann ich teleportieren. Okay, dann sehen wir uns ja gleich. Kann mich mal jemand wieder Medic wäre für mich nicht schlecht. Ja, dann warst du jetzt wohl mit dem Hin- und Her-Switchen mit dem Kontinenten. Ja, kommt halt drauf an, wie viel. Ich denke, das kommt wirklich drauf an, wie viele auf den Kontinenten sind. Okay, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Anzeige jetzt jedes Mal kommt. Ich habe keine Ahnung. Nicht unmöglich, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Sandro ist am Weg, Sandro ist am Weg. Der fährt direkt auf die Basis. Hab Luftabwehrraketen, wer kann das nicht machen? Aber da stehen eine Menge Vanguards in unserer Basis. Ich glaube nicht, dass der das lange macht. Nee, ist gleich da. Juhu, ich krieg gerade jede Menge. Jede Menge Vehicle Resupply. Sandy ist weg, da laufen aber noch ein paar Warnos rum. Das war bitter. Das war bitter. War aber ein Sunny. Oh, der hatte schon eine bessere Waffe, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht eine Nahkampfwaffe oder so. Ja, dann nutzen wir mal die Spawnleuchte. Na, lieber zum Notfall erst. Mein Sunny lebt noch? Ja, sehr schön. Was soll ich jetzt erstmal lieber nehmen? Luftabwehr oder Panzerabwehr? Weil
Machen wir Panzerabwehr, wir haben hier relativ viele Max-Einheiten hier rumstehen. Okay. Ja, die Spawn-Rooms haben sie jetzt auch mit dem Patch vollkommen umgebaut. Vor allem bei den kleinen Stützpunkten, weil die waren vorher einfach viel zu einfach zu blockieren. So dass du da nicht gar nichts mehr machen konntest. Jetzt ist es relativ schwer, weil du auch aufs Dach oben kannst. Und von da aus die Leute, die vorne dran stehen, relativ einfach weg. Sind auch jede Menge Sniper unterwegs, ne? Ich könnte mal Sniper mich probieren. Immer weglaufen und versuchen den Gegner zu flankieren, wenn er nicht noch lebt. Na? Na, Herr Hans, bist du mal ganz schön zäh. Oh! In der Nähe befindet sich ein feindlicher Spion. Wo ist er denn jetzt? Das ist einer von uns. Ist der hingelaufen? Die kommen da angerannt wie die Russen, was? Alles marschiert los. Da kommt noch ein Sandy. Ich habe hier gerade irgendwo einen Spion gesehen, der da rum in unserem Stützpunkt rumgelaufen ist. Aus welcher Richtung kommt der Sandy? Hab ihn erwischt. Ich könnte einen Sanitäter gebrauchen. Der Sandy ist weg. Vorsicht, die stehen hinter dem südlichen Gebäude links stehen eine Menge Leute von denen. Das sind alles Warnus. Strumpfhosen sind sie bei uns genannt und die TRs sind die Fliegerbrillen. So, ich muss gleich wieder die Aufnahme nehmen und ich bin gerade echt erstaunt, wie gut es trotz 1080p läuft. Das läuft eigentlich ganz gut. Es sind zwar nur so 25 Frames, aber ich finde das alles flüssig. Vor allem, weil es hier gerade richtig abgeht. Also, das ist schon eine recht große Schlacht hier gerade. Oh, da bin ich mal kurz Feuer gelaufen, war nicht so schlau. Da stirbt man nämlich recht schnell hier. Massive Infanterie vom Süden. Oh, eine Granate da raus. Raus, habe ich gesagt, nicht rein! Ich entschuldige mich auch immer für solche Fehler. Ja, das ist assig mit Raketenwerfer auf Infanterie zu schießen, aber es ist trotzdem effektiv. Achtung, die sind am Checkpoint. Aber das ist die TR, jetzt kommen die auch noch. Ah, ich hasse Bunnyhopper. Ah, sieht schlecht aus hier, ne? Ah, das sieht gar nicht gut aus. Viel Schein, viel leer. Und viel Tote. Es steht so ein Warnungs-Sunny am Checkpoint. Ah ne, hä? Das ist von den Warnungs erobert? Warum ist das dann rot, der Checkpoint? Ich glaube, weil es Gegner von uns sind. Sehr doof, kann man hier gar nicht mehr unterscheiden. Naja. Ich glaube, irgendwo kannst du. Relativ gut heute. Oh. Sowas passiert mir in letzter Zeit irgendwie öfter. Nein! Ah, das war gemein! Oh, genau kurz vorm Checkpoint. Okay, damit beende ich die Folge. Tschüss.